Ja, hallo zusammen bei unserer heutigen Exkursion durch das schöne Siebengebirge werdet ihr viele interessante Gesteine sehen. Das hier ist der erste Aufschluss. Wir sind jetzt von Oberdollendorf durch die Bachstraße ins Mühlental gegangen und kurz nach dem Ende der Bachstraße auf dem Weg weiter und dann nach ungefähr 50 Metern links ist der erste Aufschluss, dieser hier. Wir sehen hier einen Aufschluss von devonischen Sandsteinen aus dem Sockel, dem Grundgebirge unterm Siebengebirge. Der Sockel, die ältesten Gesteine, der unterste Horizont, der im Siebengebirge aufgeschlossen ist, das sind diese devonischen Sandsteine und Schiefer. Die Gesteine stammen aus dem Unterdevon, sind ungefähr 390 Millionen Jahre alt und sind in einem Delta-Milieu, so einem Flussdelta in ein Meer hinein, sind die abgelagert worden und sind später bei der variszischen Orogenese gefaltet worden und deswegen liegen die Schichten nicht mehr waagerecht, sondern fallen hier zum Beispiel nach Osten ab. Wir haben also hier eine Folge von Sandsteinbänken mit dünnen tonigen Horizonten dazwischen aus dem Unterdevon. Und jetzt können wir uns mal hier so ein Stück anschauen. Das hier ist Sandstein, bräunlich, und da ist hier ein Tongeröll drin eingeschlossen. Das Schwarze ist ein Geröll von Tonstein. Und das ist eine typische Sache, die in solchen Deltas stattfindet. Bei Überflutungsereignissen, wenn der Fluss viel Wasser hat, dann reißen diese Mündungsarme manchmal ihre Dämme, die sich natürlich an den Mündungsarmen bilden, ein und überfluten die dazwischen gelegenen Sumpfgebiete und reißen dann auch aus diesen Dämmen, reißen sie dann solches tonige Material mit und das wird dann in dem Sandstein eingelagert. Der Sandstein, also das sind jetzt alles Vorgänge im Unterdevon, ne, vor 390 Millionen Jahren. Der Sandstein ist zum größten Teil ein Quarzsandstein. Zum anderen enthält er dann auch Muskovit. Und der Muskovit ist aber dort nicht etwa durch Metamorphose gewachsen, sondern der Muskovit kommt mit dem Sediment, wird er mit den Flüssen antransportiert. Die Ablagerung des rheinischen Unterdevon geschah am Südrand des Kontinents Laurussia im ganz flachmarinen Bereich. Das hier sind richtige flache Delta-Ablagerungen. Und ja, dann könnt ihr mal gucken und müsst das mal aufschlagen und dann guckt ihr, ob ihr den Muskovit findet. Ja, ich sehe hier schon so ein bisschen Muskovit, ist sehr feinkörnig. Was man hier auch findet, neben Quarz und Muskovit, ist dieses weiße Material hier, dieses weiße Zeug da. Das ist ein Schichtsilikat namens Dickit, nach einem Herrn Dick benannt. Das ist ein Schichtsilikat, was durch hydrothermale Lösungen, aus hydrothermalen Lösungen ausgeschieden wird. Und das steht hier wahrscheinlich in Verbindung mit dem Siebengebirgsvulkanismus, dass diese im Zusammenhang mit dem Vulkanismus, dass dort heiße Lösungen durch den Untergrund migriert sind und die haben dann aus diesen heißen Lösungen ist dieses Mineral ausgefallen, Dickit. Ja, und dann was man auch in diesen Gesteinen findet, sind Pflanzenreste, so schwärzliche Blattreste. Könnt ihr ja mal ein bisschen hier rumklopfen. Nicht gerade den ganzen Aufschluss zerstören, aber ein bisschen rumklopfen und schauen, ob man solche Pflanzenreste findet. Die sind dann verkohlt und erscheinen schwarz. Ja, was gibt's hier noch zu sagen?
Nö, das reicht eigentlich mal für den Moment. Wir gehen dann in dieser Richtung weiter. Jetzt sind wir hier an der Landesstraße und hier würde der Rheinsteig weitergehen zum Kloster, aber wir müssen hier ungefähr 30 Meter rechts von diesem Weg in dieses kleine Tälchen hineingehen, weglos, das Tal der Schrecken. Herzlich willkommen auch von mir zu dieser Exkursion. Wir sind jetzt hier in das, was Nico das Tal der Schrecken genannt hat. Das war der erste Schrecken. Nico fällt fast vom Hang runter. Also wir sind jetzt hier querfeldein ein Stück weit gelaufen und stehen jetzt eigentlich direkt unterhalb von dem Weg, an dem Nico eben gesagt hat, dass ihr den nicht gehen sollt. Hier gibt es jetzt so eine vielleicht eher 5 Meter hohe, 5 Meter hohen Aufschluss, an dem wir ein helles Sedimentgestein vorfinden. Das sind hier so vor allem Milchquarzkiesel, die gut gerundet sind und etwas dunkelgrauere Sandsteinfragmente. Schaut euch das mal an. Also diese Milchquarze sind diese wirklich weißen Kiesel und dann eher so dunkelgrau. Ich habe jetzt, hier ist noch etwas Größeres. Das sind so Milch, also so Sandsteinfragmente. Diese Sandsteine, das sind die gleichen Sandsteine, die wir eben gesehen haben aus dem Devon. Und diese Milchquarze sind Quarzmineralisationen aus Gängen, also Gangquarze. Und die sind jetzt hier geschüttet und wir sehen jetzt den direkten Kontakt an diesem Aufschluss nicht, aber diese Sedimente hier, dieses Sedimentgestein liegt direkt auf dem devonischen Grundgebirge, was wir im Aufschluss zuvor gesehen haben. Zeitlich ist das hier aus dem Oligozän, also vor ungefähr 30 Millionen Jahren wurden diese Sedimente hier abgelagert und das sind ganz, also dieses Konglomerat, was man hier sieht, also mit diesen größeren, gut gerundeten Klasten in einer feinen Matrix, ist ganz typisch für ein fluviatiles Ablagerungsregime. Also wir können uns das so vorstellen, dass das hier so eine Flusslandschaft war vor 30 Millionen Jahren, also eine Art Vorläufer zum Rhein. Und dieses Flusssystem hat diese Sedimente hier abgelagert. Zur weiteren Einordnung, also wir sind jetzt hier ein Stück weit jünger als das Devon unten drunter und aber noch älter als der Siebengebirgsvulkanismus, den wir uns in den folgenden Aufschlüssen angucken werden. Ja, wir sind jetzt bei der Chorruine vom Kloster Heisterbach. Wir sind beim letzten Aufschluss, sind wir ein kleines Stück im Tal zurückgegangen und dann die Böschung hoch auf den Weg. Also nicht versuchen, da bei dem Aufschluss direkt hochzukommen, sondern muss man so ein bisschen zurück und dann geht es ganz gut hoch. Ja, und jetzt sind wir hier, das Kloster Heisterbach war ein Zisterzienserkloster seit alter Zeit und die hatten hier eine riesige Kirche erbaut und die Fundamente von der Kirche sieht man da hinten noch. Also das war so eine Kirche, so das Format vom Kölner Dom oder so, also ein Riesenteil. Das ist dann bei der Säkularisation ist das verstaatlicht worden, dann wurde das den Zisterziensern weggenommen. Im 19. Jahrhundert. Und dann hat man das später als Steinbruch verwendet und hat daraus einen Kanal gebaut in Belgien aus den Steinen. Also das wurde dann bei der industriellen Revolution wurde das dann für
Baumaßnahmen für Infrastruktur verwendet. Und diese Chorruine war dann im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts so eine Touristenattraktion der Rheinromantik. Es gibt so Gemälde, wo hier irgendwelche studentischen Burschenschaften gefeiert haben und so. Und es war so ein bisschen eine Attraktion, gerade weil es eine Ruine war, so ein bisschen romantisch. Und ja, für uns ist das eine ganz nette Gelegenheit, die unterschiedlichen Gesteine vom Siebengebirge die vulkanischen Gesteine schon mal anzuschauen. Und zwar sehen wir hier einiges davon. Hier, das ist der Latit vom Stenzelberg. Hier werden wir nachher auch noch hingehen, in den Steinbruch, ehemaligen Steinbruch am Stenzelberg, wo diese Brocken herkommen. Das ist ein intermediäres vulkanisches Gestein, was sich durch die großen Hornblende-Einsprenglinge auszeichnet. Also die großen Hornblende-Kristalle in der feinkörnigen Matrix. Dann haben wir hier das schwarze Material, dieser hier und dieser und der da oben, das sind Basalte. Basalt werden wir auch nachher anschauen am Großen Weilberg, das ist auch hier in der Nähe ein ehemaliger Steinbruch von Basalt. Und dann steige ich hier mal hoch und dann sehen wir hier diese hellbräunlich-gelblichen Brocken, aus denen dieser Mauerteil gemauert ist. Die sind porös und da drin sind so weiße Bröckchen. Hier, das da, solche weißen Brocken, das sind Brocken von BIMS. Und das Ganze ist ein Tuff, pyroklastisches Gestein. Das ist der Trachyt-Tuff, ein weiteres der Gesteine, der vulkanischen Gesteine des Siebengebirges. Dann gibt es im Siebengebirge noch den Trachyt, aber da habe ich jetzt auf die Schnelle kein typisches Beispiel hier gefunden. Hier wurde wohl hauptsächlich Trachyt, Tuff, Basalt und Latit verbaut. Okay, jetzt wäre es das schon gewesen. Jetzt können wir noch hier so ein bisschen die großartige Architektur oder was davon übrig geblieben ist, auf uns wirken lassen und dann gehen wir Richtung Weilberg weiter. So, jetzt sind wir hier am Zuweg zum Weilberg-Steinbruch, der sich hinter mir befindet. Und am Rand von diesem Zuweg gibt es einen kleinen Aufschluss mit diesem sehr hellen Gestein. Das ist jetzt der erste Vulkanit, den wir im Aufschluss sehen. Das ist jetzt der Trachyt-Tuff, den wir, also ich sage jetzt im Aufschluss, wir haben das gerade schon gesehen, in der Ruine von der Kirche am Kloster Heisterbach. Das ist zu charakterisieren durch diese helle, weiß- bis cremefarbene Matrix mit klar weißen Einsprenglingen von BIMS-Fragmenten, die so bis in Zentimetergröße vorkommen. Und dann gibt es noch kleine graue Einsprenglinge, die ihr sehen könnt. Das ist Sanidin. Sieht in diesem Gestein tatsächlich sehr ähnlich aus zu Quarz, das ihr vielleicht aus solchen Gesteinen aus der Übungssammlung schon kennt. Könnt ihr unterscheiden, wenn ihr nach auf die Bruchflächen schaut. Ihr wisst ja, der Quarz hätte einen muscheligen Bruch, aber hier sieht man eine Spaltbarkeit und das ist dann dieser Sanidin. Diese Vulkanitabfolge ist sehr gut stratifiziert, also ganz eben gelagert. Und das ist so zu interpretieren, dass es sich hier um einen Ashfall-Tuff handelt. Also das sind aus der Luft herunterfallende Asche von einer
irgendwo in der Nähe stattfindenden Eruption. Die sind ungefähr 25 Millionen Jahre alt. Zur genauen Altersabfolge kommen wir gleich noch, dieser verschiedenen Vulkanite. Das ist das, dieser Trachyttuff ist das Gestein, was man flächendeckend auf den oligozänen Konglomeraten findet, die wir uns vorhin schon im Tal der Schrecken angeguckt haben. Und genau, wie es jetzt, wie dieser Vulkanit im Zusammenhang mit den anderen Vulkaninnen steht, das schauen wir uns jetzt auf Weinbergsteinbruch hinter mir an. Ja, hallo, jetzt sind wir im Steinbruch vom großen Weilberg. Der große Weilberg, das war mal ein Vulkan. Aber wie alle Berge im Siebengebirge sehen wir da keine Vulkanformen mehr, sondern wir sehen nur die Abtragungsruinen der tertiären Vulkane, denn die sind ja seit 25 Millionen Jahren erloschen. Und dieses große Loch hier, das ist also kein Krater, das ist kein Vulkankrater, sondern das ist ein Steinbruch. Hier ist sehr viel Basalt abgebaut worden als Baumaterial. Was sehen wir hier? Wir sehen hier unterschiedliche Gesteine und ihr macht jetzt dann nachher eine schöne Zeichnung von diesem Aufschluss. Von dem mittleren Teil der Aufschlusswand da drüben. Und diese Zeichnung tut ihr dann in den Bericht. Und wer die schönste und instruktivste Zeichnung hat, der hat dann bei uns einen Stein im Brett. Im unteren Teil der Wand sehen wir dieses mit der Säulenklüftung, typische Säulenklüftung. Das ist der Basalt. Und rechts, im rechten Teil, da geht der Basalt bis oben an die Oberkante des Steinbruches. Da sehen wir diese schöne Wand aus senkrechten Basaltsäulen. Im linken Teil vom Aufschluss wird der Basalt von diesem gelblichen Material, hellgelblichen Material überlagert. Da liegt auf dem Basalt der Trachyttuff. Dieses gelbliche Material ist der Trachyttuff. Und jetzt ist der unterste Teil vom Trachyttuff direkt über dem Basalt, der ist rot. Da seht ihr diese ziegelrote Zone. Und wenn ihr euch das aus der Nähe anschauen wollt, dann ist da auch hinter der Bank im Aufschluss, da seht ihr auch das rote Zeug. Das sieht wirklich aus wie Ziegel. Und das nennt man eine Frittungszone. Das ist Trachyttuff, der gefrittet worden ist. Und das heißt, der ist kontaktmetamorph überprägt worden. Es handelt sich hier um eine Kontaktmetamorphose durch den heißen Basalt. Denn der Basalt ist zwar unter dem Trachyttuff, aber der Basalt ist jünger. Der Trachyttuff ist das älteste Gestein, das älteste vulkanische Gestein im Siebengebirge. Und nachdem der Trachyttuff sich abgelagert hatte, ist von unten Basalt aufgedrungen und hat sich hier als horizontaler Lagergang, als Sill und im Trachyttuff ausgebreitet. Er ist also hier nicht an die Oberfläche durchgeschlagen, sondern hat den Trachyttuff praktisch hochgehoben und sich unterm Trachyttuff so als eine, ungefähr als ein Lagergang ausgebreitet und hat dann den Trachyttuff erhitzt. Der Basalt ist abgekühlt, hat seine Wärme abgegeben an den Trachyttuff, der dadurch im Nahbereich kontaktmetamorph umgewandelt worden ist. Wir sehen, dass dieses Dach aus Trachyttuff angehoben worden ist und auch von Verwerfungen durchschlagen worden ist.
Wenn ihr da links schaut, über dem Basalt, da seht ihr Schichten im Trachyttuff, die sind markiert durch solche weißen Bimshorizonte. Und die Schichten fallen nach links ab und ihr seht, wie diese Schichtung nach rechts abgeschnitten wird durch eine Verwerfung. Da sind diese weißen Bimsschichten sind abgeschnitten, da ist eine Verwerfung. Also als der Basalt eingedrungen ist, hat er das Dach hochgehoben und auch gedehnt und das ist dann von Verwerfungen durchschlagen worden. Dann seht ihr eine jüngere Generation von Basalt, einen jüngeren Basalt, der bildet diesen, wenn ihr ganz oben schaut, da seht ihr, da ist ein Bereich, hat irgendwie die Form von so einem Kelch, nach oben weiter werden, ein Bereich von dunklem Basalt, der durch den Trachyttuff, in den Trachyttuff eingedrungen ist, sich so nach oben erweitert. Und das ist ein jüngerer Schub von Basalt, der da eingedrungen ist. Und dieser jüngere Basalt, der ist durch einen Gang gekommen. Das sieht man auch unten in dem, im älteren Basalt sieht man einen Gang. Könnt ihr mal schauen, ob er das rausfindet, wo der durchgekommen ist. Und der kommt da unten am Ufer vom See rechts von diesem kleinen Schuttfächer. Da fängt dieser Basaltgang an und der geht dann so hoch und zieht sich dann so nach links durch und schließt dann an dieses obere, an diesen kelchförmigen, jüngeren Basalt an. Also wir haben hier drei Gesteine, den ältesten Trachyttuff, dann kommt der große Basalt und dann kommt dieser jüngere Basalt, der da nochmal durchschlägt. Dann ist das oben einigermaßen flach abgeschnitten. Das ist eine Terrassenbildung, eine Flussterrasse des Pleistozänen, also des eiszeitlichen Rheintales. Also dies oben ist eine Terrassenbildung. Ja, und dann als letztes ist der Mensch gekommen und hat hier Basalt abgebaut als Baustein. Hier hinterm Hügel ist das Dorf Heisterbacher Rott und die Leute in Heisterbacher Rott, die haben früher in diesen Steinbrüchen hier gearbeitet, am großen Weilberg und am Stenzelberg, wo wir nachher hingehen. Das waren große Steinbrüche und die Heisterbacher Rotter, die nennen sich auch so scherzhaft die Lederköpp, denn die hatten lederne Helme, mit denen sie hier in den Steinbrüchen gearbeitet haben. Deswegen sind die Heisterbacher Rotter die Lederköpp. Und da drüben auf diesem Stein ist auch so ein altes Foto, wie das da zugegangen ist und Informationen zum Steinabbau. Das ist bis ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts gegangen und dann hat es aufgehört. Ja, okay, das wäre das. Und jetzt macht ihr mal eine ganz schöne Zeichnung von diesem Auffluss. Und bei solchen geologischen Zeichnungen kommt es immer darauf an, dass er die geologischen Sachen in den Vordergrund stellt. Also die Vegetation, die am besten nur sehr grob andeuten, denn die ist ja nicht so wichtig. Ihr müsst euch die Vegetation wegdenken und den geologischen Aufbau zeichnen. Also dann macht er das mal als Übung. Okay, gut, soweit. Der nächste Aufschluss. Wir sind jetzt hier im Stenzelberg. Wieder ein großer aufgefahrener Steinbruch. Und hier wurde der Latit abgebaut, dieses graue Gestein hier neben mir, das wir auch schon an der Klosterruine Heisterbach gesehen haben. Und der ist an dieser Stelle etwas poröser,
Wie Sie sehen, darüber reden wir dann gleich noch. Aber was erstmal auch sehr augenscheinlich sind, sind diese Einspringlinge. Hier sieht man ganz groß solche schwarzen Kristalle. Und das sind Amphibole. Hier ist einer. Also hier sind eigentlich überall, wenn Sie erstmal einen gesehen haben und Sie sich eingeschaut haben, entdecken Sie die überall. Die sind so länglich. Schwarz, wo es einen frischen Anschlag gibt, haben die so einen Lackglanz und all das ist ganz charakteristisch für Amphibol, wonach Sie jetzt auch noch gucken können mit der Lupe, wenn Sie entlang der langen Achse gucken, also der C-Achse im Kristall, können Sie auch noch nach diesen ungefähr 120 Grad Spaltwinkeln gucken, mit denen Sie das jetzt von einem Pyroxen unterscheiden könnten. Falls sie zum Beispiel der Glanz noch nicht überzeugt hat. Was man hier noch sieht an anderen Gesteinen sozusagen, sind diese nicht Einspringlinge, aber diese Gesteinsbruchstücke, die man hier sieht. Und das ist sieht sehr stark nach dem Quarzit oder nach dem Milchquarz aus, den wir vorhin schon gesehen haben, und das bezeichnet man als Xenolithe. Oh, jetzt hat sich hier die Kabellage verfangen. Das bezeichnet man als Xenolithe, und das hat man sich so vorzustellen, dass dieser Latit beim Aufdringen in der Erdkruste Nebengesteinsfragmente inkorporiert, aufnimmt und dann transportiert nach oben. Und bei diesen Milchquarzen handelt es sich wahrscheinlich um die Milchquarze, die wir in diesem oligozänen Konglomerat vom zweiten Aufschluss, was wir da schon mal gesehen haben. Was man hier auch noch sieht, das ist hier vorne hinter diesem Salbei-Sträußlein, sind solche Sandstein- Fragmente, die jetzt hier auch so grau mit so einer rötlich Färbung sind. Das sind wahrscheinlich ist das hier jetzt so ein devonischer Sandstein, der auch gefrittet ist und dadurch so ein bisschen sein Aussehen verändert hat. Der Latit ist ein intermediäres Gestein. Erster guter Eindruck zur Einordnung von diesen Vulkaniten ist die Farbe. Wir hatten jetzt ja vorhin den Basalt gesehen als mafisches Gestein und den Trachyt als eher felsisches Gestein. Und hier liegen wir jetzt auch von der Farbe her zwischen dem Schwarz und dem Weiß, halt ein graues Gestein. Ich hatte am Anfang noch auf die Porosität verwiesen. Wenn man sich diese ganzen Aufschlüsse hier am Stenzelberg anschaut, dann sieht man, dass in dem oberen Bereich man diese Porosität hat, während in den weiter unten befindlichen Teilen des Aufschlusses diese Porosität so nicht zu finden ist. Da ist das Gestein sehr viel massiver. Von der größeren Struktur ist das hier so kartiert und so zu kartieren und zu beschreiben, dass es sich um eine große Kuppe handelt. Also dieses Magma ist aufgestiegen in der Kruste und bildet jetzt so eine ist intrudiert zwischen dem Grundgebirge und den Trachyttuffen. Ziemlich ähnlich zu den Basalten, wie wir sie am Weilberg gesehen haben. Genau, und dann das Fluide bzw. Volatile, die perlen dann so aus beim Aufsteigen während der Druckminderung in der Kruste. Und diese Bläschen, die dann frei werden bei diesem Ausperlen, bisschen wie bei einer Mineralwasserflasche, wenn man sie aufmacht und der Druck abnimmt, dann perlt das auch aus. Die steigen nach oben und während das Gestein dann
erkaltet und erstarrt, werden die im oberen Bereich dieser Kuppe eingeschlossen und bilden dann diese Porosität. Was man hier hinter mir noch sieht, das ist der Campanile Basso, so bezeichnet man das. Das ist so ein Pfeiler, der hier im Steinbruchbetrieb stehen geblieben ist. Das ist der schwerste Gipfel in Deutschland zum Klettern. Das ist eine 8 Minus im Normalgang hier auf der von uns aus nach links zeigenden Wand. Das vielleicht nur so als triviale Information. Diese Pfeiler, es gibt noch mehrere in dem Steinbruch, die hat man stehen lassen, weil sie vom Gestein her, da waren irgendwelche Klüftungen oder halt Körper, die man eigentlich nicht haben wollte vom Gestein, und darum hat man die dann einfach stehen gelassen. Okay, das war's hier für den Stenzelberg. Okay, jetzt sind wir immer noch am Stenzelberg an der oberen Wand. Hier haben wir einen schönen Ausblick auf Bonn. Da sehen wir auch den Campanile Basso, wo wir eben gewesen sind. Und hier sehen wir den Campanile Alto. Das ist der mit dem Weihnachtsbäumchen obendrauf. Und zu diesen Felsen ist noch Folgendes zu sagen. Das Klettern am Stenzelberg ist verboten. Komplett verboten. Also hier wird nicht geklettert. Und auch nicht gehämmert. Also an diesem ganzen Stenzelberg dürft ihr nirgendwo hämmern. Naturschutzgebiet. Und also bitte nicht hämmern. Und was man hier jetzt sieht, ist auch der gleiche Latit wie vorher. Alles kein Problem. Auch wieder mit schönen Hornblenden hier. Schöne Hornblende, Kristalle. Also der Amphibol, ne? Die Hornblende. Und hier sehen wir, das Gestein ist ja von vielen verschiedenen orientierten Klüften durchzogen. Und da oben seht ihr so eine weiße Fläche oder so eine helle, glatte Fläche, wie so eine Rutschbahn. Und das ist eine Kluftfläche. Und diese Kluftfläche, die fällt aus der Wand raus. Also die ist flacher als die Wand, aber geneigt nach außen. Und das ist immer ganz gefährlich, wenn so eine Kluftfläche nach außen einfällt, dann ist das sehr instabil und dann kann das Gestein, was oberhalb ist, auf dieser Fläche runterrutschen und abstürzen. Das kann zu Felsstürzen kommen. Und das ist hier auch passiert vor ein paar Jahren, denn dieser ganze Haufen Steine, der hier so liegt, das war alles mal da oben. Das kommt von da oben und ist im Sommer vor ein paar Jahren, vorher und nachher, plötzlich lag das hier unten, ist das der obere, der ganze obere Bereich von der Felswand in einem Stück runtergebrochen. Also das ist wichtig, dass man die Orientierung von Klüften berücksichtigt, wenn man irgendwelche Felswände, irgendwelche Steinbruchwände zum Beispiel oder Felsböschungen durch Baumaßnahmen herstellt. Da muss man genau gucken, wie sind die Klüfte orientiert. Wenn die Klüfte nach außen einfallen, ist es gefährlich. Okay, das wäre es zu dem Aufschluss hier. Am nächsten Aufschluss südlich des Stenzelberges. Und was wir jetzt hier sehen, ist so ein Rücken, der sich parallel des Weges erstreckt. In Richtung Nordwest-Südost streicht der. Und wenn wir uns das Gestein anschauen, was hier zu sehen ist, ist das der Latit, den wir auch gerade am Stenzelberg schon gesehen haben. Auch mit diesen Hornblende-Einsprenglingen, Amphibol-Einsprenglingen. Und jetzt ist die Frage, also erstmal kann man sich jetzt überlegen, warum ist das hier so ein Rücken? Hier handelt es sich um einen Gang, also ein planares Element, wenn man sich das Ganze dreidimensional vorstellt. Und das bildet jetzt hier so einen Rücken, weil dieser
Blattit hier in den Trachyttuff intrudiert ist und der ist härter, erosionsresistenter als dieser Trachyttuff und dementsprechend steht er dann so frei, das bezeichnen wir als Härtling. Diese Richtung Nordwest, Nordwest, Südost ist die Orientierung. Wir können es uns auch hier in der Karte anschauen. Also zur Orientierung. Das hier ist jetzt der Weilberg, der große. Das hier ist der Stenzelberg. Und jetzt sieht man hier dieses horizontal gestreifte Gestein. Das ist der Latit. Und der bildet hier diesen Gang. Und das Gepünktelte, das ist der Trachyttuff. Diese Orientierung Nordwest-Südost ist auch die Orientierung des Niederrheingrabens. Und das wird, wenn Sie, also allgemein kann man bei einem Gang sagen, dass die Dehnungsrichtung, also die geringste anliegende Spannung in normal zum planaren Element steht. Also das wäre jetzt in diesem Fall hier, wenn wir annehmen, dass es ungefähr senkrecht steht, dieser Gang, wäre genau das hier die Dehnungsrichtung. Und das ist auch die Dehnungsrichtung, in der sich dieser Niederrheingraben geöffnet hat. Das ist auch die Richtung, also Sie kennen ja ungefähr den Verlauf vom Rhein, der fließt ja ungefähr parallel zu diesen Abschiebungen, die den Niederrheingraben definieren. Das ist dieses Nordwest-Südost-Streichen. Genau, ist der Gang des Latitz. So, jetzt sind wir am Ölberg-Rundweg. Und hier haben wir einen Aufschluss an der Straßenböschung und hier steht ein graues Gestein an, vulkanisches Gestein, und wenn man sich das näher anschaut, dann sieht man da solche plattenförmigen und prismatischen, teilweise sind sie plattenförmig, teilweise sind sie prismatisch, großen Kristalle, mehrere Zentimeter groß. Und das ist so weiß, glasig. Das ist Feldspat. Das ist der Sanidin, ein Alkalifeldspat. Und außerdem gibt es in diesem Gestein kleine Biotite. Kleine schwarze, hier ist eins, kleine schwarze Biotitkörner. Dann gibt es Quarz, es ritzt den Hammer und auch Plagioglas. Von der Zusammensetzung her ist das ein Trachyt und das ist das letzte von den vulkanischen Gesteinen im Siebengebirge, was wir noch nicht im Aufschluss gesehen haben. Das hier ist ein Trachyt und das ist ebenfalls eine subvulkanische Intrusion. Der Trachyt ist wie der Latit und auch wie der Basalt vom Weilberg im Trachyttuff erstarrt. Also zuerst wurde der Trachyttuff gefördert und dann sind diese Schmelzen eine nach der anderen aufgestiegen und sind zum größten Teil innerhalb vom Trachyttuff erstarrt. Wenn so ein Gestein wie hier der Trachyt, der hat ein porphyrisches Gefüge, ist alles feinkörnig, nur die Sanidine sind groß, Zentimeter groß. Diese großen Einsprenglinge, das sind die zuerst kristallisierten Kristalle, die sind in der Magmenkammer unterm Vulkan gewachsen und sind dann beim Aufstieg der Lava, des Aufstieg des Magmas mitgeführt worden. Und dann ist das oberflächennah, ist dann der Rest des vulkanischen Gesteins schnell auskristallisiert und deswegen feinkörnig. Nur die
Sanidinkristalle, die sind von unten aus der Magmenkammer mitgeführt worden. Die hatten dort schon mehr Zeit, um zu wachsen. Die Altersfolge ist so, im Siebengebirge, das älteste ist der Trachyttuff. Dann kommt, jetzt muss ich aufpassen, dann kommt der Trachyt, dann sind die Trachytte introduziert worden, dann sind die Latite gefördert worden. Man sieht auch, wie der Latit teilweise durch den Trachyt durchschlägt. Der Latit ist jünger. Und als letztes der Basalt. Als letzte, jüngste Förderung sind die Basalte. Und diese Abfolge, beginnend mit dem Trachyt, dem sauren, Trachyt gehört zu den sauren Gesteinen. Zuerst ist der saure Trachyt gefördert worden, dann der intermediäre Latit und dann der basische Basalt. Diese Abfolge erklärt man sich so, dass wir eine Magmenkammer hatten, in der das Material sich differenziert hat. In der Magmenkammer hat sich im obersten Teil der Trachyt angesammelt, hat die geringste trachytische Schmelze, drunter eine latitische Schmelze und im unteren Teil der Magmenkammer eine basaltische Schmelze, also durch so eine schwere Trennung, durch eine Differenziation. Und diese Magmenkammer ist dann von oben nach unten geleert worden. Also die obersten Teile sind zuerst ausgebrochen und dann die tieferen und schließlich also die Magmenkammer ist von oben nach unten entleert worden. So erklärt man sich das. Okay, gut. Dann guckt euch hier den Trachyt an, sucht schöne Sanidinkristalle. Die Formel von Sanidin, KALSI3O8. Und dann gehen wir noch weiter zum Basaltsteinbruch. So, jetzt sind wir hier am Ölberg, Rundweg weitergegangen bis zur Ostseite des Ölbergs. Hier gibt es nochmal einen großen Aufschluss, einen großen Steinbruch. Und was wir hier vor uns haben, ist eine große Basaltwand, der auch abgebaut wurde hier. Und was hier sehr beeindruckend zu sehen ist, ist diese Säulenklüftung im Basalt. Und das ist jetzt zum strukturellen Verständnis dieses Aufschlusses ist es wichtig, erstmal zu wissen, dass diese Säulenklüftung parallel orientiert ist zur Abkühlungsrichtung. Also wenn sich so ein Basalt über eine horizontale Fläche ergießt und der dann nach unten und oben abkühlt, dann sind die Säulen senkrecht. Wenn wir jetzt hier auf dieser Seite in dem Aufschluss rüberschauen, dann sehen wir, dass diese Säulen so ungefähr in diese Richtung einfallen. Und wenn wir also quasi von der Mitte weg und auf der anderen Seite fallen sie auch von der Mitte weg. Das kann man nur erahnen, wenn sie dann hier rumlaufen, können sie sich das ja mal angucken. Und das wird so interpretiert, dass sich dieser Schlot, in dem der Basalt aufsteigt, nach oben weitet. Und dann hat man auf dieser Seite die Säulenklüftung so und auf dieser Seite hat man die Säulenklüftung in die andere Richtung einfallen. Das erstmal so zur gröberen Struktur. Wir sollten uns auch das Gestein natürlich im Detail angucken. Wir haben jetzt hier so ein kleines Zugänglichkeitsproblem, weil hier relativ viel Schnee liegt und es auch ziemlich rutschig ist. Wenn Sie sich das angucken, im frischen Anschlag, gehen Sie mal auf die Suche nach flaschengrünen Kristallen mit so einem muscheligen Bruch, manchmal eine schlechte Spaltbarkeit. Sind kleine Olivin-Einsprengninge. Es handelt sich um einen sogenannten Olivin-Basalt, so nennen wir den. Und wie Nico im vorherigen Aufschluss schon erklärt hat und wie wir ja auch schon am Weilberg zum Beispiel gesehen haben, ist das jüngste Gestein in dieser Abfolge. Nico hatte ja gerade auch schon eine Interpretation
angeboten für diese Entwicklung von sauren Effusiva hin zu basischen Effusiva. Der Ölberg wird so, wird aufgrund dieser sich nach oben öffnenden Struktur von Basalt im in den umgebenden Trachyttuffen vor allem und auch Latit, also der schlägt ja auch durch den Latit durch, so interpretiert, dass es sich tatsächlich um einen bis an die Oberfläche ausgetretenen Förderschlot handelt, also dann und der dann wirklich einen echten Vulkankegel und auch Krater ausgebildet hat. In den Vulkankrater, den ehemaligen, schauen wir dann im nächsten Aufschluss. Da gehen wir jetzt hin. Also, jetzt sind wir am letzten Aufschluss auf dem Gipfel vom großen Ölberg. 461 Meter hoch, der höchste, die höchste Erhebung im Siebengebirge. Und wie bereits erwähnt, ist der große Ölberg durch die Erosion aus einem Vulkan hervorgegangen. Also wir am Gipfel sehen wir die Füllung des Schlotes, die Schlotfüllung, und die ist aus Basalt, und diese Schlotfüllung ist natürlich viel härter als die anderen Gesteine, Trachyttuff und Trachytt, durch die dieser Basalt aufgestiegen ist. Und dadurch ist der Schlot vom Vulkan herauspräpariert worden und bildet heute den Gipfel des Ölbergs. Und hier haben wir eine ganz eigenartige Ausbildung vom Basalt. Das ist im Prinzip das gleiche Gestein, wie wir unten im Steinbruch hatten, aber dort unten ist er massiv und hier ist er so brekzienartig. Das sind alles zusammengebackene Brocken von Basalt und also so mehrere Zentimeter bis 10 Zentimeter große Basaltbrocken bilden dieses Gestein. Und das ist typisch für so ein Gestein an der Oberfläche von einem Lavasee oder im obersten Bereich von einem Lavasee. Da bildet sich dann eine Kruste, wenn der erstarrt. Dieser heiße Basalt bildet sich eine Kruste und die Kruste wird dann aber wieder zerrissen durch Konvektion und dann kommt wieder neue Lava an die Oberfläche und dadurch wird es dann durch dieses Einfrieren oder Erstarren und wieder aufbrechen, entsteht dann am Ende so ein brekziöses Gestein. Von hier oben haben wir auch eine sehr schöne Aussicht über das Siebengebirge. Dort unten liegt Heisterbacher Rott, das Dorf. Links dahinter der Stenzelberg, wo wir vorhin gewesen sind. Und dann da hinten am Rhein liegt Oberdollendorf, von wo wir heute gestartet sind. Dann sieht man hier drüben den Drachenfels mit der Ruine. Dahinter auf der anderen Rheinseite sieht man die Hauptterrasse, Kottenforst. Diese pleistozäne Hauptterrasse. Und in der Ferne sieht man die Quartären-Vulkane der Eifel. Also da hinten links, das sind Quartäre-Vulkane in der Eifel. Und hier der Siebengebirgsvulkanismus ist tertiären Alters. Die Gesteine sind alle so um die 25 Millionen Jahre alt. Also viel älter als der Quartäre Vulkanismus in der Eifel. Da kann man bei schönem Wetter auch noch in die Niederrheinische Bucht raussehen. Und da ganz, ganz hinten sieht man auch heute, ganz hinten am Horizont sieht man die Türme von einem Braunkohlenkraftwerk und den daraus aufsteigenden Wasserdampf, wo unsere Zukunft verheizt wird von RWE. So, jetzt sind wir hier mit dieser Exkursion am Ende. Die beste Möglichkeit ist, nach Bonn zurückzukommen. Die schnellste Möglichkeit ist hier Abstieg.
über die Fahrstraße, da kommt er an die Margaretenhöhe und von der Margaretenhöhe geht ein Bus runter nach Königswinter. Das ist wahrscheinlich die schnellste Art und in Königswinter könnt ihr dann die S66 nehmen, die euch nach Bonn zurückbringt. Und wir hoffen, Daniel Rutte und ich, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr da einen Einblick in die geologische Geschichte des Siebengebirges erhalten habt. Tschüss!